Hey! Seht ihr keinen Wäscheständer dieses Mal im Hintergrund, weil ich meine Wäsche weggeräumt habe? Oder ich habe sie nicht gewaschen? Mysteriös. Das macht Hallo Bulimie so spannend. Hat sie ihre Wäsche einfach nicht gewaschen oder hat sie nicht aufgehängt oder hat sie sie schon abgehängt? Oh, Spannung pur! Seit meinem letzten Kommentarvideo hat sich so viel verändert. Ich habe zum Beispiel hier ein neues Piercing. Wow! Jemand hat eine Instagram-Fanpage für mich gemacht. Ist das süß? Und ich habe meine Cola-Abhängigkeit hinter mir gelassen. Ist gelogen. Ich wollte nur, dass ihr mich für eine Sekunde für sehr cool haltet. Schaut mal da drüben. Den Link zu meinem letzten Video gibt es in der Videobeschreibung oder in der Infokarte. Ich kann ihn euch auch per Brieftaube schicken. Allerdings müsste ich dann wissen, dass ihr der Brieftaube Trinkgeld gibt. Sie hat ja schließlich auch eine Familie zu ernähren. Das Fenster ist offen. Ich bin gespannt, was die Leute so denken. Was denkt ihr so? Oh, interessiert keine Sau. Da ich letzte Woche nur ein Video rausgebracht habe, schauen wir uns nur zu diesem Video die Kommentare an. Ja. Das macht aber nichts, dass es nur die Kommentare eines Videos sind, denn ihr habt coole Ideen und einen noch cooleren Musikgeschmack. Legen wir also los. Ich hoffe, das stört nicht. Es geht nur nicht. Ich kann nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich mit dem T-Shirt heute rausgehe. Ich schmelze. Dabei habe ich nicht meine Hose an. Immer wenn sich jemand bückt und ich es sehe, denke ich mir auch immer, hätte ich jetzt mal einen Dartpfeil. Kennt ihr den Ausdruck Bauarbeiter-Dekolleté? Falls du irgendwann mal Merch von dir rausbringen magst, dann bitte das T-Shirt von der Bulimie. Es sieht künstlerisch so perfekt aus. Fängt das T-Shirt eigentlich langsam an zu riechen? Würde das wirklich, wirklich jemand tragen? Ich meine, ich würde mich total geehrt fühlen, aber das ist doch, wenn überhaupt, dann eher was für Halloween oder... Na, nicht Fasching. Eher was für Halloween. Außerdem müsste man das Ganze im Package verkaufen. Das heißt, das Bulimie-Shirt, eine schlapprige Hose, Gummiringel am Handgelenk und zerzauste Haare. Zerstrubbelte Haare. Und ja, das T-Shirt riecht und ich rieche ja überhaupt nichts. Das ist wirklich nur Deko hier. Ich habe dieses T-Shirt letztens zum Schnuppern rumgegeben und anscheinend riecht es wie eine Vorratskammer. Was mir sehr viel lieber ist, als wenn es nach Schweiß stinken würde. Aber ich glaube, ich habe es nicht lang genug am Stück an, als dass es nach Schweiß riechen könnte. Dann müsste ich es waschen und oh mein Gott, wisst ihr, wie viel Arbeit das ist? Da gebe ich schon den Daumen hoch, bevor ich das Video überhaupt fertig geguckt habe. Ganz großes Kino, Lena. Was? Danke. Da ich es dir noch nicht geschrieben habe, du bist charismatisch, toll, einzigartig. Wisst ihr, wie das ist, wenn man sowas vorliest? Und solltest eine eigene Sendung bekommen. Am besten auf Dreisat oder ZDF Neo. Sind das coole Sender? Ich habe keinen Fernseher. Für mich ist dies eines der besten Videos, die du bisher gemacht hast. Der Vergleich mit dem überforderten Bürgermeister. Genial, du stinkst nach Käse. Wisst ihr, ich will mir jetzt abgewöhnen, dass ich so viel schimpfe, weil ich habe das Gefühl, ich schimpfe andauernd. Und deswegen will ich jetzt Schimpfwörter mit dem Wort Käse ersetzen. Das funktioniert gleich doppelt gut, da ich ja Veganerin bin und Käse dadurch ohnehin etwas Böses ist, habe ich schon erwähnt, dass ich Veganerin bin. Ihr müsst mir echt sagen, wenn euch das am Keks geht. Ich höre sonst nicht damit auf. Oder wir fangen einfach damit an, uns gegenseitig zu triezen. Hey, du isst Fleisch. Hey, du isst vegan. Daran zu denken, wie es mir danach geht, hilft mir auch sehr. Und was ich mit der verlorenen Zeit und vor allem auch Energie Tolles hätte machen können. Was kann ich in die Welt bringen, außer halbverdautes Essen in eine Keramikschüssel? Guter Gedanke. Der ganze Kommentar ist cool. Haltet einfach mal an und lest ihn euch durch. Der ganze Kommentar ist cool. Weiß noch nicht, ob ich euch langweile, wenn ich diese Kommentare vorlese. Langweile ich euch? Deswegen schaut ihr euch auch ein Kommentarvideo an, weil ich euch langweile. Mhm. Oder gebe deinem Besuch ein Care-Lunch-Paket, dann braucht man das Essen auch nicht wegschmeißen. Stell dir vor, das war nicht mal mein Grundgedanke. Ich hätte mich nur irgendwie so furchtbar gefühlt, wenn ich euch auf so eine lange Reise schicke, ohne euch was zu essen mitzugeben. Und falls ihr gerade verwirrt seid, ich rede vom letzten Activity-Spieleabend. Da sind nämlich zwei Leute extra angereist. Angereist! Und die haben natürlich dann ein Care-Paket, ein Lunch-Paket mitbekommen. Mhm. Der Dampfreiniger nach Milos Besuch, doch zu viele Hundehaare. Erstaunlicherweise habe ich kaum Hundehaare gefunden. Mein Mann kauft gern hier und da Haribo, weil er weiß, wie sehr ich sie liebe. Wenn ich sie zu Hause habe, esse ich sie. Ja, die ganze Tüte, auch mal zwei auf einmal. Auch wenn ich ihm sage, bring nichts mit, dann liegt doch wieder eine Tüte Haribo da. Meiner Freundin habe ich mal drei Tüten mitgebracht. Wir haben sie dann hier und da gemeinsam verputzt. Es war nett und das schlechte Gewissen auch weniger. Das ist doch mal ein echt geiler Tipp. Denn so teilt man Essen und man hat ein schönes Ereignis, eine schöne Erinnerung und nicht diesen Fressattacken-Kontext, der einen nur runterzieht.
Auf der anderen Seite kommt drauf an, mit wem man Haribo isst. Auf der anderen Seite, ich bin Veganerin, das heißt, egal mit wem ich Haribo esse, ich wäre danach einfach down. Warum würde ich mit irgendjemandem Haribo essen? Haribo sind nicht vegan. Sind nicht mal vegetarisch. Ich hätte eine Idee für ein Video, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich höre sehr oft Sprüche wie, sei froh, du hast wenigstens keine Bulimie oder du musst nur essen. Leute, die an Bulimie erkrankt sind, müssen ihren Heißhunger widerstehen. Eventuell liegt es nur an meinem Umfeld, aber Anorexie wird immer als die harmlose Art der Essstörung dargestellt. Es ist sehr lustig, weil dasselbe hatten wir hier, ich glaube auch in einem Kommentarvideo schon mal umgedreht, dass Leute gesagt haben, ah, sei froh, dass du keine Anorexie hast. Anorexia nervosa, das habe ich gelernt. Durch einen Kommentar. Anorexie ist Appetitlosigkeit, Anorexia nervosa ist die Magersucht. Ja, aber ich finde das einen echt fiesen Kommentar, by the way. Es ist, wieso? Ach, sei froh, dass du kein Borderline hast, sondern ein Bipolar bist. Oder keine Ahnung, was soll der Blödsinn? Es sind solche Aussagen, die total gedankenlos sind. Das ist, als würde man zu jemandem mit einem gebrochenen Arm sagen, ach, sei froh, dass nur dein Arm gebrochen ist. Leute, die sich die Beine gebrochen haben, die können nicht gehen. Sei froh, dass du die Grippe hast. Leute mit Masern müssen sich die ganze Zeit kratzen. Danke für diese Aussage. Du Käse! Ich weiß, ich habe schon furchtbar oft gesagt und ich komme mir dann vor, als würde ich wirklich nur so einen Rant machen. Aber es geht mir voll am Keks, wenn man eine psychische Krankheit mit einer anderen vergleicht und sagt, oh, sei froh, dass du das und das hast, weil das ist noch viel schlimmer. Viele Leute, die das sagen, wissen nicht mal, wie sich eins von beiden anfühlt. Und by the way, nichts von beiden ist lustig. Und ich glaube, es muss ein Video zu diesem Thema geben, weil dieser Kommentar hat immerhin 11 Daumen nach oben bekommen. Ohne dich zähle ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht, ohne dich. Ich habe echt die geilsten Abonnenten. Und außerdem habe ich einen extremen Ohrwurm von dem Song. Falls ihr noch Anregungen, Fragen, Ideen oder Erlebnisse habt, die ihr hier mal durch die Tastatur hindurch auskotzen wollt, dann lasst es uns da. Wir sehen uns am Mittwoch bei Es Kochen wieder. Da wird etwas gekocht, das ein bisschen daneben gegangen ist. Über sowas passiert mir sonst nie. Wenn ihr schon mal ein Es Kochen Video gesehen habt, sowas passiert mir sonst nie. Bis dorthin, passt auf euch auf, ich passe auch auf mich auf, cool Abschiedsgruß. Kommentarvideo!